Das macht deine Haut schöner. Yep. Peace, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück. Ich hoffe, die Werbung am Anfang des Videos war nicht zu lang. Und apropos Werbung, bin ich eigentlich der Einzige, der denkt, das hier ist LeFloid? Der sieht wirklich fucking genauso aus. Zu Anfang des Videos muss ich euch natürlich etwas beichten. Wie einige von euch wissen und einige von euch nicht wissen, ist der Name Mikway eigentlich nicht mein Name. Ich habe den Namen geklaut. Wörtlich geklaut. Ich habe nämlich letztens in den Kommentaren eine Unterhaltung gehabt mit einem... Ich glaube nicht, dass er ein Abonnent ist. Und auf jeden Fall kam das dabei raus. Schon scheiße, wenn man Namen von einem Schokoriegel klauen muss. Läuft bei mir. Ich habe den Namen geklaut. Und das nicht von irgendwen, sondern von einem Schokoriegel. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen komisch, aber auch witzig. Deswegen ist die Unterhaltung weitergegangen. Ich weiß gar nicht, ob sie die wissen wollen, aber ich blende sie einfach mal ein. Clown, mein Spitzname ist Mickey. Das mit dem Way ist ein Wortspiel. Und du bist so circa der fünfte, den ich mit dem Namen Zane sehe. Trotzdem ist der Name von dem Schokoriegel geklaut. Und Zane habe ich aus Langeweile geschrieben, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mich nennen sollte. Ist nicht geklaut. Die Schokolade heißt Milky Way und ich bin Mickey Way. Ich habe keine Ahnung, wie man auf so einen Mist kommen kann. Wow, ein Buchstabe. Ich muss sagen, du bist kreativ. Und auf so eine Scheiße kann man nur kommen, wenn man deinen Kanal sieht. Oh Mann. Um Wortspiele zu verstehen, muss man aber auch schon ein gewisses Alter erreichen. Das kommt noch, keine Sorge. Den Namen habe ich mir damals mit Nilo überlegt. Oder nicht Nilo, wie auch immer man ihn nennen will. Hab's nicht nötig, mit einem komischen YouTuber wie dir zu diskutieren. Und mir ist das scheiß Wortspiel egal. Okay, war ein witziges Gespräch. Ja, ich habe ihn richtig gegeben, oder? Also, ich bin mindestens genauso kreativ wie Vanille Cola. Okay, den Teil können wir jetzt wieder vergessen. Ich muss euch ein wichtiges Update mitteilen. Fuck, ich habe gar kein Stirnband. So, besser. Ich weiß, es sieht bescheuert aus, aber es ist nun mal halt sowas wie eine Tradition. Ich muss euch jetzt ein wichtiges Update irgendwie erklären. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass ich eigentlich Angst vor Beziehungen habe. Und das ist immer noch so. Witzig ist, dass ich herausgestellt habe, dass ich anscheinend der größte Idiot auf der Erde bin. Ja, ich habe Angst vor Beziehungen. Gründe kann ich euch nennen. Ab dem Moment, wo man in einer Beziehung drin ist, verändert sich alles meistens. Die Frau wird ganz anders, der Mann wird anders. Das ist immer unterschiedlich. Bei mir ist es der Fall, dass es fast immer so gewesen ist. Jetzt habe ich noch was anderes festgestellt. Ich habe festgestellt, dass ich voll gar nicht der Beziehungstyp bin. In dem Moment, wo man in einer Beziehung drin ist, kann man auf einmal mit mir Schluss machen. Davor habe ich Angst und es würde mir das Herz zerbrechen, da ich in solchen Sachen wie wirklich Pussy bin und emotionaler Scheiß wie Frau. Oder schlimmer. Jetzt klingt das schwul. Ja, nicht nur ein Kopfband, wie keine Ahnung, sondern auch so ein hautenges T-Shirt und eine Kette. Jetzt rede ich über emotionalen Mist und jetzt denken wirklich alle, dass ich schwul bin. Dann kommt es noch dazu, in dem Moment, wo man zusammen ist, hat man Angst, dass diese Person mit einem Schluss macht. Warte, habe ich schon gesagt. Man hat auf einmal Angst, dass diese Person jemand anderen lieben könnte. Oder dass sie mit jemand anderen schlafen könnte. Oder dass Godzilla... Nein, warte, das war eine andere Angst. Auf jeden Fall bin ich voll gar nicht der Beziehungstyp. Und für die, die jetzt wirklich meinen, ich bin schwul, kann ich euch wirklich... das Gegenteil beweisen, nämlich... Ja, warum ich ein Idiot bin? Ich bin in einer Beziehung eingegangen. 17. November 2014. Ich glaube, das Datum sollte ich mir merken. 11. September... Warte. Jetzt stellt sich die Frage, warum bin ich in der Beziehung eingegangen, wenn ich vor all denen Angst habe? Ich war eigentlich immer der Typ, der immer so gemeint hat, yo, ich habe keine Gefühle. Und ich habe mir immer so richtig reingeredet, dass ich keine Gefühle habe, dass ich wirklich gedacht habe, ich habe keine Gefühle. Und dabei völlig der Blindvogel oder Blindfisch war und total übersehen habe, dass ich doch welche habe. Man ist so, man redet sich ein, dass man das und das ist und dann... ist man es eigentlich gar nicht. Aber man ist es, weil du es dir einredest. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, wahrscheinlich nicht, aber so ist es halt bei mir in den Videos. Man hat an sich immer Gefühle. Man muss nur wirklich die Augen öffnen und sie erkennen, weil Gefühle hat man wirklich immer. Nur manchmal ist man blind. Und ich war der Blinde! Ja! Und jetzt denkt man sich, warum ist er dann in eine Beziehung eingegangen, wenn er trotzdem Angst davor hat, obwohl er Gefühle hat? Es ist so, man hat Gefühle für diese eine Person und egal bei was, macht man diese Person, versucht man immer diese Person glücklich zu halten. Und wenn man es nicht gelingt, dann ist man selber am Arsch und am Boden und nicht wörtlich am Arsch. Aber schon so ziemlich am Arsch. Und deswegen denkt man halt auch oft an die andere Person und nicht an sich selber. Von mir aus wäre ich jetzt nicht in einer Beziehung, weil ich da immer noch keine positiven Sachen, Eigenschaften sehe. Aber sie musste einfach nur in die Augen gucken und da sieht man auch schon,
ihr wäre eine Beziehung viel lieber. Und dann denkt man für einen Moment mal nicht an sich, sondern an die anderen, geht in so eine Beziehung ein und dann kommt so ein Scheiß bei raus. Was hat die Lampe? Hat sich gerade herausgestellt, dass meine Lampe behindert ist. Aber so passt es nämlich zu mir, weil ich bin auch behindert. Und wie ist es mit euch? Wie ist es eigentlich bei euch so mit der Beziehung? Seid ihr auch behindert? Nimmt das nicht wortwörtlich, sondern eher in den coolen Sinn, weil ich bin behindert, aber ich bin auch cool. Und diese Handbewegung ist ganz und gar nicht cool. Abonnent der Woche! Auf jeden Fall schreibt mir eure Meinung über Beziehungen unten in meine Hose. Das bedeutet in die Kommentare. Warum? Weil das Video ist vorbei. Ja, jetzt werden die Videos langsam kürzer, glaube ich. Weiß nicht, wie ich das schneiden kann. Egal, scheiß drauf. Schreibt deinen Kommentar unten in meine Hose. Lasst eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Falls ihr Freunde habt. Oder zeigt das Video doch einfach mal eurer Freundin oder euren Freund. Und mal gucken, was diese Person dann von meiner Meinung halt denkt. Oder wie deren Meinung eigentlich ist. Lasst euch überraschen von euren Partner. Und wenn ihr keinen Partner habt, warum nicht? Seid ihr zu hässlich? Das Problem habe ich nicht. Denn ich trinke Saskia Mineralwasser Classic. Das macht deine Haut schöner. Yep. Okay, scheiß drauf. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Sonntag, 1.30 Uhr. Peace out. So Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin gerade aufgewacht und habe gemerkt, yo, ich habe noch etwas vergessen. Ich möchte mich nochmal herzlich bei Vanille Cola bedanken, dass ihr wirklich den Clip gesendet habt. Das hat einfach super reingepasst, das fand ich super nett von dir. Deswegen bedanke ich mich noch einmal bei Vanille Cola. Herzlichen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Müsst ihr einfach runtergucken, da steht Vanille Cola und dann ein Link von ihr. Da müsst ihr einfach auf den Link draufklicken und da seid ihr puff auf ihr Kanal. Und ich gehe jetzt frühstücken und Zähne putzen und masturbieren und dann ciao.